Was geht ab, Leute? Neuer Tag in Dubai. Bin heute in so einem Strand, Beach Club, hatte Bock, ein bisschen ins Meer zu gehen. Es gibt hier so eine App, die ich mir geholt habe. 250 Euro im Monat, kannst in 30 Beach Clubs, whatever, scheiß drauf. Ich habe es auf Telegram gepostet. Folgt mir auf Telegram, wenn du wissen willst, welche App. Aber das macht Dubai gerade um einiges geiler. Ich kann jeden Tag so hier chillen, arbeiten, bla bla, Gym, Sauna, alles. Aber ja, 30 verschiedene Spots, 50 Restaurants, Gyms, alles, egal. Auf jeden Fall in diesem Video, über was ich reden wollte, ist, Leute, du bist nicht gezwungen, 100.000 im Monat zu machen. Ja, du bist nicht gezwungen, Millionen zu machen. Du bist nicht gezwungen, diese Route zu gehen, okay? Viele Leute, mir kommt vor, wenn sie starten mit Business, es geht nur darum, was dir mehr Geld bringt. Es geht nur darum, wie kann ich so viel Cash wie möglich machen. Ja, und Leute denken so, meiner Meinung nach, es geht nicht nur um Cash, Digga. Ja, Cash ist eine Sache. Und ich denke, bis du 10.000 Euro im Monat machst, ja, mach einfach das, was Cash bringt. Ja, aber schau, dass du es so aufbaust, dass es dir wirklich den Lifestyle gibt, den du möchtest. Ja. Cash ist nicht die allerwichtigste Sache. Ich habe Leute kennengelernt hier schon, die machen Millionen im Jahr. Sagen wir mal 3 Millionen und dann ist 10% Profit irgendein physisches Business und sie haben eine Woche Urlaub im Jahr. Ja, diese Sache, es macht einfach keinen Sinn. Ja, Leute, mein Denkprozess, als ich gestartet habe mit Airbnb, war, okay, kann ich das skalieren? Ja, und während ich es skaliere, wird es mehr Arbeit für mich oder kann ich die Arbeit gut outsourcen? Ich habe gesehen, okay, ich kann Airbnb skalieren auf 10.000, 100.000, ich kann skalieren. Und kann ich die Arbeit outsourcen? Ja, ich kann die Arbeit outsourcen. Okay, passt, ich mach's. So war mein Gedankengang. Was verliere ich, wenn es nicht funktioniert? Ich verliere Geld, ich verliere etwas Geld, aber ich kann auch, das Risiko war nicht so hoch, weil ich konnte die Wohnung normal weitervermieten. Ich habe immerhin keine Fixkosten, auf denen ich dann sitzen bleibe. Deshalb dachte ich mir, okay, es ist nicht so ein großes Risiko. Und wenn ich es schaffe, kann ich um die Welt reisen, 10.000 im Monat machen und meine Zeit nutzen, wie ich möchte. Und dann war ich so, okay, passt, let's go. Ja? Viele Leute, sie starten ein Business, aber sie denken nicht an diese anderen Sachen. Sie denken nur an die finanziellen Sachen. Ja? Und das ist meiner Meinung nach der falsche Aspekt. Ich könnte jetzt viele Sachen machen, die mehr Geld bringen würden, als das, was ich mache. Ja, aber ich denke mir, ist das wirklich das Leben, was ich möchte? Ich sehe manche Leute, die skalieren auch sehr hoch mit gewissen Businessmodellen, aber ich denke mir, ich möchte deren Leben nicht. Ja, das heißt, bevor ihr wirklich eine Person kopiert, das Businessmodell kopiert von einer Person, überlegt euch, möchtest du das Leben haben, das diese Person führt? Wenn du um die Welt reisen möchtest, solche Sachen machen willst, mach vielleicht eher das, was ich mache. Wenn du kein Problem hast, die ganze Zeit am gleichen Ort zu sein, gibt es andere Optionen. Ja, gibt es sehr viele Optionen, die vielleicht für dich besser wären. Okay? Das heißt, das ist immer eine wichtige Sache zu beachten. Ich habe ja schon Mentorships geholt von Leuten, für Business und dann habe ich halt gemerkt, damn, ja okay, es funktioniert, aber ich möchte dem sein Leben gar nicht haben. Ja, ich möchte gar nicht das Content posten, den der postet. Ich möchte gar nicht jeden Tag diese Routine haben, die der hat. Ich möchte die ganze Zeit an einem Ort sein. Und das war aber essentiell für dieses Business. Und da war ich so, okay, ja, scheiß drauf, ich mache das nicht. Ja? Und das Ding ist, Leute, es gibt keine Regeln im Business. Du kannst machen, was zum Fick du willst. Und deshalb sage ich aber auch, komm erstmal auf 10.000, weil dann verstehst du es ein bisschen. Ja, dann verstehst du, okay, so funktioniert das mit Geld. So viel Arbeit musst du reinputten, um zu skalieren. Ja, und dann kannst du dir überlegen, möchtest du jetzt weiter skalieren? Möchtest du jetzt auf 100.000 kommen? Aber ich denke wirklich, jede Person sollte die Freiheit haben, 10.000 im Monat zu machen, weil das erlaubt es schon, ein sehr sickes Leben zu haben, meiner Meinung nach. Immerhin kannst du machen, was du willst. Immerhin kannst du leben, wo du willst. Immerhin kannst du deine Zeit selbst einteilen, ja, solange du das richtige Businessmodell gewählt hast. Okay? Und jetzt gerade ist mir Geld nicht das Allerwichtigste. Ja, mich beeindruckt das also auch nicht mehr so, wenn Leute mir sagen, ja, okay, ich mache so oder so viel Geld im Monat. Weil ich denke mir, okay, ich weiß, was dafür nötig ist und ich bin gerade einfach nicht bereit, das zu machen. Ja, ich bin gerade sehr zufrieden mit meinem Leben. Natürlich möchte ich skalieren, aber mir ist es nicht hundertprozentig wichtig, dass ich es so schnell wie möglich mache. Ja, ich möchte ein geiles Leben haben dabei. Ja, Digga, das Leben könnte immer vorbei sein. Ja, ich habe mir überlegt, was wäre mein perfekter Tag. Ja, und ich mache nur Business, die meinen perfekten Tag ermöglichen. Ja, weil warum mache ich Geld, wenn ich mein Leben gar nicht mag? Okay, Leute. Das heißt, überlegt euch zuerst, was der Lifestyle ihr wollt. Dann überlegt euch, welches Business kann diesen Lifestyle ermöglichen. Und dann macht das. Ja. Überlegt euch wirklich, was ihr wollt. Wie soll euer perfekter Tag aussehen? Welches Business kann das ermöglichen? Wenn du wissen willst, wie es mit Airbnb funktioniert, falls du das machen willst, was ich mache, ja, check das erste Video in der Beschreibung. Ja, und da erkläre ich genau, wie ich gestartet habe mit Airbnb. Wie ich das Ganze skaliert habe, wie ich es auch automatisiert habe, damit ich besonders Time Freedom habe. Weil ich rede hier oft mit Leuten, die machen mehr Cash oder gleich viel Cash, aber
sie haben keinen Time Freedom, sie müssen die ganze Zeit irgendeine Bullshit-Arbeit machen. Für manche natürlich muss es einmal so sein, zum Beispiel Closer oder sowas, die ganze Zeit in Calls. Aber wenn du dich in meiner Situation identifizieren kannst, in meiner Ausgangsposition, dann kann ich dir auf jeden Fall Airbnb empfehlen. Also gib dir das Video. Sehen uns im nächsten Video, Leute. Habt einen geilen Tag.